Diese Angst wird sofort widerlegt, wenn man das Instrument spielt, nachdem die Joy-Keys eingestellt sind. Und wenn ich die Frage stelle, verändert der Joy-Key den Klang meines Instruments? Ich sage immer ja. Die gucken dann erstmal. Ich sage, es verhindert, dass das Instrument blubbert. Es verhindert, dass die inneren Mensuren sich ständig verändern mit diesem Tidenhub Wasser ansammeln, Wasser raus. Wasser ansammeln, Wasser raus. Und eigentlich ist das Instrument vom Instrumentenmacher so berechnet, dass die ganzen inneren konischen und zylindrischen Verläufe, dass das Ganze als Einheit am besten funktioniert, wenn kein Wasser drin ist. Und dieses Joy-Key automatische Entwässerungssystem sorgt dafür, dass das Wasser aus diesem System einfach fern bleibt und dass man immer gleichbleibende Innenabmessungen hat. Das führt dann auch dazu, dass jedes Mal, wenn zum Beispiel eine heikle Stelle geübt wird, dass man immer auf den gleichen Mensuren spielt. Der Joy-Key, wenn es an einem Instrument angebracht wird, verändert den Klang des Instruments überhaupt nicht, aber es verhindert, dass der Klang durch Wasser verändert wird.